Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 487. Heute wieder zu relativ später Stunde. Tut mir leid, aber ihr seht das vielleicht. Ich war gerade noch eine Runde richtig weit rausschwimmen in meiner Badewanne und bin jetzt gerade eben da erst rausgeklettert. Habe natürlich keine Uhr dabei gehabt und habe die Zeit ein bisschen vergessen. Das hindert uns aber, hoffe ich, nicht daran, noch ein bisschen über aktuelle Themen zu reden, denn es gibt wieder einiges. Und ich glaube, ihr habt das schon mitbekommen, bei all den Corona-Meldungen muss man sich wirklich ganz schön tief durch die Nachrichten graben, um da irgendwie was anderes zu finden. Über diese Corona-Paranoia reden wir auch gleich nochmal, zumindest kurz. Aber erst habe ich was aus Frankreich für euch, was es ziemlich in sich hat. Das wurde zwar heute am Tag durchaus auch als Schlagzeile vermeldet, um da aber ein bisschen tiefer sich reinzulesen, beziehungsweise in Anführungszeichen ehrlichere Eindrücke zu erhalten, musste man zu Twitter schauen. Denn da gab es das ein oder andere Video, was die Hintergründe vielleicht so ein bisschen deutlicher zeigt, als das beispielsweise unsere, naja, ich nenne es mal Massenmedien so getan haben. Denn es gab heute einen Brand am Gare de Lyon. Das ist ein sehr, sehr großer Bahnhof, relativ bekannt, der wohl einherging mit Demonstrationen und Protesten. Gut, jetzt kann man sagen, in Frankreich wird häufiger mal demonstriert und protestiert. Das ist nicht unbedingt ungewöhnlich, dass da ein ganzer Bahnhof in Flammen steht, beziehungsweise dass da eine riesige Rauchwolke über der Stadt hängt. Das hat wohl nur ein Teil des Bahnhofs gebrannt. Das ist dann doch nicht unbedingt so alltäglich. Und der Grund für die Proteste, der hat es ganz massiv in sich. Denn es fand wohl ein Auftritt eines kongolesischen Sängers in Paris statt, der dem ein oder anderen Exil-Kongolesen nicht so gut geschmeckt hat. Dem Sänger wird wohl vorgeworfen, er würde irgendwie Korruption und den Ausverkauf der kongolesischen Wirtschaft an irgendwelche, was weiß ich, westliche Nationen fördern, beziehungsweise er würde dem korrupten Regime nahestehen. Und das hat nun offensichtlich mehrere hundert Kongolesen dazu gebracht, offensichtlich, es ist noch nicht ganz bewiesen, ob sie das Feuer nun gelegt haben, beziehungsweise wieder die Kausalitäten zusammenhängen. Es deutet aber einiges darauf hin, denn man darf sie auf YouTube nicht offen aussprechen, aber auf Twitter sieht man Videos, wie Gruppen von Männern, offensichtlich nicht die einheimischen Franzosen, das kann man wohl so klar sagen, wie die beispielsweise versuchen, die Feuerwehr an den Löscharbeiten zu hindern. Wie wirklich Männergruppen versuchen, die Rettungskräfte wegzudrängen. Und da lautstark, naja, wie soll man das bezeichnen? Das ist kein Protest, das ist einmal, sie stellen sich hin und pöbeln, bedrohen die Rettungskräfte. Also hier in Deutschland ist es ja in der Regel so, wenn protestiert wird, da wird ein bisschen rumgeschrien, da haben sie Schilder und so weiter. Das, was ich aber auf Twitter gesehen habe, dort von diesen Kongolesen aufmärschen, ob das nun alles Kongolesen sind oder nicht, sei dahingestellt. Aber zumindest rein optisch hätte ich diese Demonstration eher auf der Südhalbkugel beziehungsweise auf dem afrikanischen Kontinent verortet, nicht aber in Paris. In unserer hiesigen Presse wurde nur mitgeteilt, beziehungsweise da wurde das fast schon ein kleines bisschen verharmlost, denn da war keine Rede von Männerhorden in Anführungszeichen, was auf Twitter aber wie gesagt in Videoform herumgeht. Es sah authentisch aus, die Polizei sah französisch aus. Ich kann euch nur das sagen, was ich gesehen habe. Ich war nicht dabei, das ist klar. Aber in unserer Presse wurde das Ganze zwar thematisiert, von wegen Exil-Kongolesen protestieren, aber dass da offensichtlich massiv Rettungskräfte behindert wurden, weggedrängt wurden, da stand da nicht drin. Und da frage ich mich auch, wie das sein kann. Naja, man muss bedenken, dass Frankreich ohnehin gerade in den Pariser Vororten diverse No-Go-Areas hat, beziehungsweise mit irgendwelchen organisierten Banden so die ein oder andere Erfahrung. Als ich in Frankreich, in Paris damals war, da habe ich im Vorfeld noch irgendwie gesagt bekommen, aber da und da soll man nicht Bahn fahren und davon lieber auch fernhalten. Das fand ich schon echt krass, denn die Innenstadt bzw. Paris an sich, der Touristen-Hotspot, der ist ja eine super schöne, sehr belebte Region. Klar, das kennt wahrscheinlich jeder. Aber wenn man ein bisschen rauskommt aus der Innenstadt, dann soll das wohl vollkommen anders aussehen. Und da haben mir tatsächlich einige gesagt, in der und der Ecke, da kann man abends nicht auf die Straße gehen, weil die eben häufiger Probleme mit irgendwelchen nicht nur Jugendbanden haben, jetzt nicht unbedingt die tiefst französischen, mal so ausgedrückt, sondern eben mit irgendwelchen organisierten Kriminellen vom anderen Kontinent, um das jetzt mal politisch korrekt auszudrücken. Und dass sich das offensichtlich jetzt so weit durchgeschlagen hat, dass wegen einem Sänger, wegen des Auftritts eines Sängers da mutmaßlich ein Bahnhof angezündet wird, also das ist eine Qualität, die sollte irgendwie schon ein bisschen stutzig machen. Da sollte man hinterfragen, wie kann denn das sein? Was muss denn da noch erst passieren, bevor da vielleicht mal ein bisschen entschiedener dagegen vorgegangen wird, dass sich irgendwelche, in Anführungszeichen, interkulturellen Konflikte über den ganzen Erdball verteilen, die
da de facto nichts verloren haben. Denn wenn es im Kongo Probleme gibt, natürlich, die gibt es, dann muss man die aber auch da lösen. Das kann doch nicht sein, dass man sich da vor irgendwelche Bahnhöfe stellt. Der Bahnhof muss da abgesperrt und evakuiert werden. Und da einen auf, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, Stellvertreter-Mini-Krieg macht. Das erlebt man ja in Deutschland auch regelmäßig, wenn die Erdogan-Fans aufmarschieren und dagegen irgendwelche Kurden ins Feld ziehen. Auch das wird ja mal so ein bisschen runtergespielt. Aber das ist ein riesiger Konflikt, der weder nach Frankreich noch hierher gehört. Wenn Kurden und Türken ein Problem haben, ja, dann klärt das doch bitte bei euch zu Hause, besprecht das, setzt euch an einen runden Tisch und findet eine Lösung. Aber es kann doch nicht sein, dass man da Ordnungskräfte, Polizei ohne Ende bindet, weil man seine eigenen interkulturellen Wehwehchen nicht kontrollieren kann. Also das sollte im Jahr 2020 eigentlich kein Problem mehr sein. Naja, so viel zu Frankreich. Ich bin gespannt, was da nun bei herauskommt, ob da nun noch eindeutige Brandursachen gefunden werden. Mal schauen, ob die Medien da entsprechende Videos von Twitter vielleicht auch noch ein bisschen publizieren, also so jetzt was Spiegel und so angeht, denn bisher, man findet es, wenn man bei Twitter nach Gare de Lyon googelt, sehr, sehr einfach. Also nicht googelt, sondern sucht. Aber in unserer Presse ist es, wie gesagt, naja, da waren halt Demonstrationen und am Rande derer könnte es sein, dass das Feuer dadurch irgendwie entstanden ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also ich finde es schon wichtig anzusprechen, dass da eventuell irgendwelche organisierten Banden, ganze Infrastruktur-Hotspots nicht nur blockieren, sondern attackieren. Aber okay, wir sind wie gesagt in Deutschland, da gibt es ja das ein oder andere, was politisch zu inkorrekt ist, um den Weg in die Berichterstattung zu finden. Naja, wir haben noch was anderes, was ich noch zu gestern ergänzen will, denn wir hatten uns ja über die mutmaßliche türkische Grenzöffnung unterhalten. Das hat nun tatsächlich den Weg in die hiesige Berichterstattung gefunden, denn da gab es einige Artikel, die das heute thematisiert haben, die ja durchaus mit entsprechenden, in Anführungszeichen, Folgen schon so ein bisschen spekuliert haben. Aber es gab eine ganz, ganz große Meldung, wo man echt sagen muss, hey, das war so nicht unbedingt zu erwarten. Denn ratet mal, wer zumindest versichert hat, dass er keine illegalen Einreisen in sein Staatsgebiet zulässt. Richtig, die Griechen. Denn nachdem Erdogan wohl behördliche Anweisungen gegeben hat, die Grenzen 72 Stunden lang aufzumachen und dort keinen zu stoppen, der irgendwie Richtung Europa will. Gleichzeitig hat Griechenland mitgeteilt, liebe Freunde aus der Türkei, nicht mit uns. Unser Staatsgebiet betritt niemand illegal. Und da muss man echt sagen, das kleine Griechenland, was wirklich hart gebeutelt wurde von den anderen europäischen Mitgliedstaaten, okay, sie haben sich reingemogelt, das muss man vielleicht auch noch im Hinterkopf behalten, aber das kleine Griechenland, das macht aktuell das, was die Europäische Union nicht geschissen bekommt. Die stellen sich ganz alleine hin und organisieren einen Grenzschutz, beziehungsweise die sichern die europäischen Außengrenzen gegen illegale Übertritte. Wie gesagt, es geht nicht um Legale, es geht explizit um Illegale. Und müssen sich dafür teilweise schon wieder beschimpfen lassen hier in der Presse. Was heißt in der Presse nicht direkt, aber in den Kommentarspalten. Denn in den Artikeln, die so auf Facebook kursieren, auf diversen Presseportalen, da gibt es ganz, ganz viele Kommentatoren, die jetzt die griechische Regierung dafür beschimpfen, dass sie ihre eigenen Grenzen absichern. Also Verzeihung, geht's noch? Griechenland hat sich hingestellt, hat ganz klar herausgesagt, absolut nachvollziehbar, wir haben nichts mit der Lage in Syrien zu tun. Das ist nicht unsere Schuld, das ist auch nicht unsere Verantwortung. Da hängen die Türken drin, da hängen die Russen drin, aber verdammt nochmal, wir nicht. Warum sollen wir darunter leiden? Warum sollen wir die Auswirkungen da irgendwie tragen müssen? Und das kann ich absolut nachvollziehen. Es kann doch nicht sein, dass man jetzt von Griechenland erwartet, die wirklich genug eigene Probleme haben, an denen der Rest der Europäischen Union nicht ganz unschuldig ist, dass die sich jetzt hinstellen und da einen auf, naja, wir schauen halt zu und lassen mal machen, weil wir wollen ja alle politisch korrekt sein machen. Das finde ich echt krass. Naja, so viel zu den beiden Themen. Wir hatten gestern was ganz, ganz Wichtiges nicht mehr geschafft, was ich auch noch ansprechen will. Denn aus Berlin gibt es auch neue Nachrichten. Neben der ganzen Corona-Panikwelle gibt es ja noch unsere altbekannten Forderungen nach stärkerer Überwachung. Weil, ihr wisst ja, es gibt ja ausschließlich, wenn man einigen Politikern glauben will, Probleme mit Rechtsextremisten. Da ist ja dann die Hufeisentheorie ganz, ganz böse und wer anspricht, dass es auch Linksextremisten und religiöse Extremisten gibt, der ist ja eh ganz, ganz gemein und Nazi und whatever. Ich weiß nicht, wie die das vor sich selber erklären. Aber nun fordern die Berliner Grünen ein härteres Vorgehen. Beispielsweise wollen sie ein verschärftes Disziplinarrecht haben. Denn es soll offensichtlich auf bloßen Verdacht gehandelt werden, wenn irgendwelche, beispielsweise Beamten in irgendwelchen Behörden, mutmaßlich in irgendeiner Art und Weise
in einer Menschenverachtung, haben sie es bezeichnet, Äußerungen, menschenverachtende Äußerungen vornehmen könnten. Dafür müssen sie es anscheinend noch nicht mal tun. Das reicht, wenn der Verdacht im Raum steht. Und da frage ich mich auch, was ist denn das für ein Vorgehen? Wenn tatsächlich Handlungen oder Äußerungen erfolgen, die nicht auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, dann müssen Disziplinarmaßnahmen erfolgen. Das stimmt. Aber man kann sich doch nicht hinstellen und provisorisch sagen, man muss das Ganze schon auf bloßen Verdacht einleiten. Soll das sowas werden von wegen, wir sägen alle Behördenmitarbeiter, die nicht in die eigene Agenda passen, ab, weil sie könnten ja eventuell was Böses und Gemeines irgendwann mal sagen? So nach dem Motto, sie machen zwar nichts, wir mögen sie aber nicht und ist halt so vielleicht ein bisschen wie bei dem Herrn Maaßen. Also stellen wir uns hin und ja, dann ist eben der Verdacht im Raum, dass es ja sein könnte. Also Verzeihung, kommt da irgendwie der Grünling, ich glaube, dieser Benedikt Lux hat das unter anderem vorgestellt und irgendeine Anke oder Antje irgendwas, den Namen von der Dame habe ich vergessen, die kannte ich aber auch nicht. Stellen die sich hin und gucken in die Kristallkugel, wo da nun der Verdacht im Raum stehen könnte. Das ist so, also auch das geht langsam schon in so eine Richtung Verfolgungswahn, anders kann man es nicht mehr sagen. Natürlich muss gegen Extremisten ganz rigoros vorgegangen werden. Es kann nicht sein, dass die durch den in Anführungszeichen Radar rutschen, erst recht, wenn es wirklich mehr als genug Hinweise gibt und dann tatsächlich dadurch Menschen zu Schaden kommen. Aber nicht nur die Berliner Grünen wollen nun ein härteres Vorgehen und eine konsequente Überwachung. Ist euch das mal aufgefallen, dass vor einigen Jahren ausgerechnet die Linken und ich glaube auch die Grünen, die wollten beispielsweise Behörden wie den Verfassungsschutz abschaffen, weil das ist ja ganz, ganz böse und gemein. Ja, offensichtlich ist es gar nicht mehr so böse und gemein, wenn man die Behörden politisch instrumentalisieren kann, denn jetzt plötzlich wollen sie es ausbauen. Ja, entscheidet euch doch mal. Also entweder man hat eine Behörde, die sich darum kümmert, die Bevölkerung zu schützen, die sich darum kümmert, die Grundrechte der Menschen durchzusetzen, damit eben halt keiner aufgrund irgendwelcher Banalitäten attackiert wird, beziehungsweise damit grundsätzlich keiner aus irgendwelchen Gründen attackiert wird. Oder will man eine Behörde haben, die man, naja, auf einen Fingerschnipsen irgendwie gegen den politischen Gegner ins Feld schicken kann, um da eigene Interessen durchzusetzen. Und auf mich wirkt das so, als hätten einige Parteien bzw. Politiker dieser Parteien erkannt, hey, wenn wir an der Regierung sind, sind die Behörden ja plötzlich doch nicht mehr so schlecht und naja, die sind ja alle weisungsgebunden und da müssen sie ja machen, was wir wollen und da können wir sie ja ausbauen und eine konsequente Überwachung fordern. Während vor ein oder zwei Legislaturperioden noch überall Plakate ausgehangen wurden von wegen Verfassungsschutz oder Geheimdienste abschaffen. Ja, entscheidet euch doch mal, ne? Ich bin mir relativ sicher, dass diese Plakate wieder aus dem Hut gezaubert werden, wenn die rot-rot-grüne Regierung nicht mehr an der Macht ist, je nach Bundesland natürlich. Denn dann ist es wahrscheinlich wieder ganz, ganz böse und gemein. Und dann werden die Behörden doch eh nur politisch missbraucht. Das war damals eins der Argumente. Ja, wenn man sie selber mutmaßlich politisch missbrauchen kann, sieht das Ganze natürlich völlig anders aus. Klar, ne? Also deren kaputte Argumentation oder mutmaßliche krude Logik, was sie da vor sich selber irgendwie versuchen zu rechtfertigen, das ergibt ja sogar erschreckenderweise einen Sinn in dieser Welt, in so einer Weltansicht. Aber gut, was soll man da als in Anführungszeichen normal denkender Mensch groß zu sagen? Aber zurück zum Thema Berliner Verfassungsschutz. Die haben nun auch erkannt, dass sie ja die Nadel im Heuhaufen suchen. Und da muss man ja beispielsweise das Internet stärker überwachen. Ja, das ist ohnehin ein Ansinnen, das hält sich seit Jahren hartnäckig. Da wird jeder noch so abwegigste Fall als Argumentation rangezogen. Denn momentan versucht man seine Argumentationskette ganz stark auf Hanau zu stützen. Und ich habe ja gestern schon gesagt, das ist ein ziemlich schlechtes Argument, beziehungsweise bekräftigt eigentlich oder widerlegt sich eigentlich nur selber. Denn man vergisst immer was ganz, ganz Wichtiges in Hanau, obwohl das nun wirklich überall bekannt ist. Das haben ja selbst unsere öffentlich-rechtlichen Medien vermeldet, wenn ich mich nicht irre. Denn in Hanau war es so, dass der Typ Behörden bekannt war. Der hätte nie eine waffenrechtliche Genehmigung haben dürfen. Der hat bereits vor über 10 Jahren bei der Polizei Anzeigen geschaltet, beziehungsweise versucht, Anzeigen zu schalten wegen illegaler Überwachung. Der hat ganz klar erzählt, er fühlt sich verfolgt. Er hat vor wenigen Monaten, irgendwie im Herbst 2019, einen Brief an die Bundesanwaltschaft, Generalbundesanwaltschaft, ich vergesse den Namen immer geschrieben, der bis auf, ich glaube, 3 oder 4 Seiten, die gefehlt haben, das gesamte Manifest wiedergegeben hat. Der Brief ist wohl mittlerweile auch bestätigterweise zugegangen. Das heißt, wir reden hier über ein ganz, ganz klares Behördenversagen. Die Informationen, die waren bereits vorhanden. Trotzdem ist er durchs Raster gerutscht. Trotzdem konnte er unschuldige Menschen umbringen. Und das ist doch der eigentliche Skandal. Als Chef vom Berliner Verfassungsschutz sollte man sich ganz stark fragen, wie kann denn sowas passieren? Wie können denn, obwohl sämtliche Informationen vorliegen, obwohl die Person sich selber an die Behörden wendet, wie kann es denn sein, dass der Typ immer noch Zugang zu legalen Schusswaffen hat?
dadurch andere Leute gefährdet, denn wie gesagt, man versucht aktuell eher so diesen Ansatz zu fahren, von wegen die ganzen legalen Waffenbesitzer sind ja die Bösen. Ja, das ist aber ein bisschen einfach gedacht, wenn man, wie soll man das nennen, völlig kranke Personen, obwohl man sie kennt, eben nicht rauszieht aus dem System, denen die Genehmigung nicht entzieht, beziehungsweise die einfach rumfuhrwerken lässt, wie sie gerade Bock drauf haben, weil man wahrscheinlich keine Kapazitäten für hat oder so. Ich will da jetzt nicht böse Unterstellungen machen, wir hatten das ja schon besprochen. Ab und an habe zumindest ich das Gefühl, dass es vielleicht sogar geduldet wird, warum auch immer. Das hatte ich bei dem Amri auch schon angemerkt. Aber das zeigt, dass doch völlig falsch argumentiert wird. Man stellt sich hin und zieht einen Fall heran, bei dem man selber in Anführungszeichen verschissen hat. Anders kann man es nicht nennen. Wie gesagt, wenn die Informationen vorlagen nachweislich und nicht gehandelt wurde, dann frage ich mich, wie das sein kann. Liebe Behörden, was habt ihr denn da gemacht? Gepennt? Demonstriert oder so? Und versucht aber gleichzeitig die Verantwortung für diese Verfehlung auf andere abzuwälzen. Das sind dann plötzlich alle, die schießen gehen sportlich, das sind plötzlich alle Jäger, das sind plötzlich alle Vereine. Aber man selber, man wäscht seine Hände in Unschuld. Und das finde ich echt feige. Also ich weiß nicht, wie man sich als Behördenmitarbeiter dafür fühlen muss, aber da muss man doch auch irgendwie hinterfragen, ja, liebe Leute, vielleicht mal irgendwie fähigere Führungspersonen in die Behörden, dann läuft es auch wieder. Aber gut, kleine Anmerkung am Rande. Allerdings haben das auch unsere Medien bisher erkannt, vielleicht schon, aber so wirklich groß vermeldet wird es nicht unbedingt. Und auch das finde ich schlimm. Denn als Journalist sollte es doch deren Aufgabe sein, habe ich auch schon 100-mal gesagt, ich weiß, aber es sollte doch deren Aufgabe sein, den Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, hey, liebe Freunde, beim Amri war das so, ihr habt den überwacht, ihr habt damit aufgehört, ihr habt ihn als ungefährlich eingestuft. Wie kann sowas passieren? Gut, da gibt es einen Untersuchungsausschuss. Aber genau das muss doch jetzt auch in Hanau erfolgen. Da muss genauso hinterfragt werden, hey, was ist mit dem Brief passiert? Wieso wurde der Typ nicht aus dem Verkehr gezogen, weggesperrt, was auch immer? Warum hat das keiner verfolgt? Aber es ist natürlich einfacher, da irgendwie politisches Kapital draus zu schlagen und damit auf Wählerstimmenfang zu gehen, was ja getan wurde vor der Hamburg-Wahl. Auch wenn das echt perfide ist. Und das zeigt zumindest mir, dass da oft nicht unbedingt der wirkliche Wille dahinter ist, sowas aufzuklären, beziehungsweise vielleicht gar nicht so die Betroffenheit da ist, die man aber öffentlich in sämtliche Kameras blubbert, beziehungsweise da auch die ein oder andere Träne verdrückt. Denn wenn man wirklich schockiert von solchen Taten wäre, dann müsste man doch alles daran setzen, um sowas aufzuklären und vor allem präventiv vorzugehen, damit sowas eben nicht mehr passiert. Und da muss man bei entsprechenden Behörden ansetzen, die offensichtlich Verfehlungen begangen haben. Aber gut, wir haben noch andere Themen, denn ich sehe es schon so ein bisschen im Chat nebenbei. Ich lese das ja immer nur so am Rande. Ihr wisst, wenn ich ja in so einem Redeschwall bin, dann komme ich da meistens gar nicht hinterher. Erst recht, weil YouTube das wirklich ganz, ganz schnell nur durchlaufen lässt und mir nicht lange anzeigt. Aber es gibt Neues zu unserem Coronavirus. Es gibt nun die ersten Presseberichte über Hamsterkäufe. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich habe es ja selber gesehen im Supermarkt, dass da teilweise einige Konserven ausverkauft waren, wo ich mich echt frage, ja, wollt ihr jetzt 3 Monate lang nur noch Dosenravioli fressen oder wie? Bitte, aber ist halt irgendwie ein kleines bisschen lächerlich. Nun berichten auch übergreifend eigentlich alle Plattformen darüber, auch ich glaube Aldi Süd war das oder Aldi Nord, ist nicht ganz so wichtig. Die haben genau wie Rewe vermeldet, dass es sein könnte, dass es in gewissen Bereichen zu kurzzeitigen Engpässen, nicht Lieferengpässen, sondern zu kurzzeitigen Produktunverfügbarkeiten kommen könnte, die aber wohl relativ schnell behoben werden sollten. Rewe hat wohl einen erhöhten Verkauf von Konserven und von Desinfektionsmitteln. Und die Leute, die scheinen wirklich, ja, das klingt jetzt böse, aber völlig freizudrehen. Das merkt man auch, wenn man sich durch die Kommentarspalten so ein bisschen durchscrollt. Da wird vom Weltuntergang schwadroniert, von der größten Bedrohung der Menschheit ohne Ende. Und wir hatten gestern schon drüber gesprochen. Meiner Meinung nach ist die weitaus größere Bedrohung dieses völlig willige Aufgeben sämtlicher Freiheitsrechte, die man im jahrhundertelangen, in Anführungszeichen, Kampf irgendwann mal errungen hat. Denn es kann doch nicht sein, dass man sich, weil irgendeine ominöse, angebliche Seuche, die wie gestern schon gesagt, bisher noch keine Pandemie ausgelöst hat, beziehungsweise keine Hunderttausenden Betroffenen fordert oder keine 100.000 Infizierten vorweisen kann, denn das wurde ja groß angekündigt vor einigen Wochen. Wie kann es denn sein, dass die dafür sorgt, dass sich die Leute hinstellen und nach mehr Überwachung betteln? Wie kann es denn sein, dass sich die Leute hinstellen und dafür betteln, dass große Veranstaltungen verboten werden sollen? Dass Bargeld doch bitte ganz böse ist. Aber offensichtlich
oder unterdrückt dieser Angst, dieser Furchtreflex sämtliches rationales Denken. Und das finde ich, das ist das weitaus gefährlichere. Denn wenn die Leute tatsächlich so weitermachen, wenn sie da mit ihren Hamsterkäufen wirklich dafür sorgen, dass irgendwelche Lieferengpässe vorkommen, ja mein Gott, dann steigert sich diese Angstspirale doch immer weiter. Und die Angst sollte doch nicht sein, dass man irgendwie mal 3 Tage Schnupfen haben könnte, denn das ist der normale Krankheitsverlauf, in Anführungszeichen, für Leute, die nicht zur Risikogruppe zählen. Die Bedenken sollten doch sein, dass sich eine Regierung dazu aufschwingt, irgendwo Regionen abzuriegeln, ohne dass da wirklich ein rationaler Grund vorhanden ist und ja, den Leuten vorschreibt, wann sie sich wo aufhalten dürfen, beziehungsweise schlichtweg über das Leben fremder Leute zu bestimmen. Das kann es doch so nicht sein. Sicherheitsvorkehrungen, na klar, kann jeder mithelfen, wie in jeder Grippewelle, Hände waschen und so weiter. Aber wenn man offen darüber philosophiert von Seiten der Politik, dass man Städte unter Quarantäne stellt, das hat man ja teilweise in Heinsberg schon getan, und da eben auch Bürgerrechte bzw. Grundrechte außer Kraft gesetzt werden, Notstandsverordnungen in Kraft treten, spätestens dann sollte man doch ja so ein bisschen hinterfragen, hey Leute, ist das denn wirklich so gut, was da gerade abläuft? Und das kann es doch echt nicht sein. Jetzt haben wir wieder Berichterstattungen von wegen sprunghafter Anstieg. Es sind ja seit Donnerstagabend angeblich 60 Betroffene in Deutschland. Das sind ja 100% mehr als den Tag vorher. Ja, mein Gott, dann denk doch mal ein bisschen nach, wo die Zahlen herkommen. Ja, mein Gott, es sind jetzt 60 bestätigte Fälle. Wow, aber die sind nicht erst seit gestern Abend da. Die sind seit gestern Abend bestätigt getestet, ja. Die Leute hatten das aber schon ein paar Tage länger, vielleicht sogar ein paar Wochen länger. Das muss man doch auch irgendwo im Hinterkopf behalten. Hinterfragen, wie sich die Zahlen zusammensetzen. Denn nur weil an einem Abend viele Testergebnisse veröffentlicht werden, heißt es doch nicht, dass an dem Tag da die Infektion stattgefunden hat. Aber auch das hinterfragt offensichtlich fast keiner. Und das kann es doch echt nicht sein. Also, jetzt lese ich gerade irgendwie, nee, der Kommentar ist schon wieder weg, es gab wohl irgendwie noch ein paar neue Fälle gerade. Ja, mein Gott, wir sind immer noch im absoluten Promillebereich unterwegs. Es gab ein Interview mit einem der ersten Betroffenen von diesem Webasto-Autoteile-Zulieferer, der ja nun relativ lange unter Quarantäne gestellt war, jetzt ein Radio-Interview gegeben hat und der meinte, es war eine völlig normale Erkältung, sogar flacher vom Verlauf her. Und das, was ihn eigentlich am meisten in Anführungszeichen genervt hat, war einerseits der spärliche Informationsfluss von Behördenseite, weil er nicht wusste, wann er wieder heim darf und so weiter. Ihm ging es die ganze Zeit gut. Und die verdammte Langeweile, weil er wohl auch mitbekommen hat, die Behörden, die haben eigentlich gar nichts im Griff. Ihm geht's gut. Er muss sich dort in einem gesperrten Bereich aufhalten, infiziert sich vielleicht noch mit irgendwas anderem, denn wir haben immer noch um die 20.000 Todesopfer durch Krankenhauskeime. Und die Behörden stehen da, die Ministerien stehen da und denken sich, naja, gucken wir mal, ne? Und auch da, gut, das ist jetzt, soll jetzt keinen irgendwie verunsichern, aber ich für meinen Teil, ich würde momentan verdammt aufpassen, nicht in dieses Gesundheitssystem zu geraten. Denn es weiß doch gerade keiner, was die als nächstes anordnen, wenn sie irgendwie einen Rappel bekommen. Im blödesten Fall hockt man da 3-4 Wochen lang irgendwo eingesperrt, obwohl es einem super geht. Und da sollte man auch hinterfragen, ist das notwendig? Denn man sieht es ja momentan, dass in Berlin wohl diese Corona-Hotline überall völlig überlastet ist. Leute rufen an, sind in Panik, weil sie zweimal genießt haben. Und auch da sollte man ein kleines bisschen ein Augenmaß anlegen und hinterfragen, ja hey, wenn man sich selber nicht gut fühlt, sicher, dann meldet man sich bei der Arbeit ab, dann bleibt man eben ein bisschen zu Hause, macht sich dann einen Lenz, dann passt das schon. Aber warum zur Hölle rennt man jetzt plötzlich die Arztpraxen ein, obwohl es nicht erforderlich ist? Erstens riskiert man, dass man da vielleicht irgendwelche anderen Leute ansteckt. Zweitens riskiert man, dass man sich selber irgendwas viel Schlimmeres einfängt, was dann tatsächlich zu ernsten Folgen führen kann. Gilt natürlich nicht für irgendwelche Risikopersonen. Na klar, wer vorgeschädigt oder älter ist, das ist nochmal was anderes. Aber normale Leute, so in meinem Alter oder weiß ich nicht, ja, der Großteil der Bevölkerung, der muss nun wirklich nicht wegen jedem Furz irgendwo zum Arzt rennen. Und der muss auch nicht so tun, als würde die Welt untergehen. Der sollte eher schauen, dass er eben nicht in irgendwelche Behördenfänge gerät und sich da zum Spielball irgendwelcher inkompetenten Minister machen lässt. Das halte ich persönlich für die größere Gefahr. Und das ist offensichtlich auch relativ realistisch, denn da sehen wir ja in Heinsberg, wie war das? Die Leute sollen oder dürfen angeblich 14 Tage lang ihre Wohnung nicht verlassen. Also Verzeihung, geht's noch. Die Leute sind kerngesund. Zumal das ja nun auch ziemlich absurd ist, weil das schlichtweg keiner überprüfen kann. Aber wenn man erstmal auf diesen Trichter kommt von Seiten unserer lieben Politiker, dass man da vielleicht irgendwo ja, ganze Ortschaften abriegelt und da, weiß ich nicht, Polizei oder Militär hinstellt, ja Verzeihung, dann ist es auch nicht mehr sonderlich weit zum in Anführungszeichen Machtmissbrauch und dann sollte man spätestens hinterfragen, hey Leute,
ist das alles so sinnvoll, beziehungsweise ist da überhaupt irgendein Rechtfertigungsgrund? Das Wort meine ich nicht, aber ich glaube, ihr versteht schon, was für einen Begriff ich suche. Momentan wirkt es auf mich eher so, als würde man einerseits seine eigene, in Anführungszeichen, Inkompetenz überspielen wollen mit irgendwelchen drakonischen Maßnahmen, die aber in keinster Weise der Sicherheit dienen. Auf der anderen Seite aber das Ganze selber vielleicht gar nicht so ernst nehmen, wie man gerade tut. Denn wir hatten ja drüber gesprochen, Grenzen kontrollieren, das geht nicht, weil das ist böse und gemein. Aber im Zweifel Leute in Wohnungen einsperren, kein Ding. Also man ist so dermaßen inkonsequent in seiner eigenen Argumentation jetzt von offizieller Seite her, dass es für mich relativ klar ist, dass man darauf nicht sonderlich viel geben sollte, dass man sich da auch nicht unbedingt auf verlässliche Informationen verlassen sollte. Sicher, ihr könnt das handhaben, wie ihr wollt. Ich will da jetzt keinem irgendwie keinem da irgendwie zum Zweifeln oder zum Grübeln bringen. Das müsst ihr schon selber wissen. Aber beobachtet es einfach mal. Es passt alles, wie gestern schon gesagt, hinten und vorne nicht zusammen. Aber gut, so viel zum Thema Corona. Ich bin gespannt, wie es da nun morgen und übermorgen noch weitergeht. Aber seid ein kleines bisschen, in Anführungszeichen, vorsichtig, wenn ihr irgendwas von sprunghaften Anstiegen lest und hinterfragt wirklich, wie kommt denn so ein angeblich sprunghafter Anstieg zustande. Liegt, wie gesagt, meiner Meinung nach einfach nur daran, dass jetzt plötzlich wie wild getestet wird, dass jetzt wie wild irgendwelche Meldungen gemacht werden, was die letzten 2-3 Wochen völlig egal war. Es werden traurigerweise auch immer mehr Veranstaltungen abgesagt. Da hat Olli, glaube ich, schon was zugesagt. Irgendeine Autobörse ist nun gecancelt. Die ITB ist ebenfalls vertagt bzw. komplett abgeblasen. Was ich mitbekommen habe, was mich persönlich betrifft, ist, dass die IWA dieses Jahr ebenfalls nicht stattfindet wie geplant. Ich bin ja mal ganz gern auf der IWA in Nürnberg und die soll wohl auf September verlegt werden. Und auch hier hatten wir gestern schon drüber gesprochen. Ja, Verzeihung, da sind vielleicht ein paar Zehntausende Leute, vielleicht auch, wenn es hochkommt, 100.000 Gäste auf so einer Messe, okay. Aber was ist denn bitte stündlich am Alexanderplatz für einen Durchgangsverkehr? Was sind denn da für hunderttausende Menschen jeden Tag unterwegs am Hauptbahnhof, am Potsdamer Platz? Das ist doch überhaupt kein Vergleich. So zu tun, als wäre eine Messe jetzt das Tödlichste, was man machen kann und muss unbedingt verhindert werden, das beißt sich mit allem, was man täglich auf der Straße sieht, wenn man das so ausdrücken will. Man argumentiert ja, dass angeblich 10.000 Chinesen ins Land kommen würden. Ja, und wo ist da das Problem? Die 10.000 Chinesen sind ohnehin im Land. Also wie gesagt, normaler Reiseverkehr in Berlin. Und jetzt so zu tun, als könnte man damit noch irgendeine, in Anführungszeichen, Verbreitung verhindern, das ist absoluter Blödsinn. Aber gut, soll man halt so machen. Das hat für mich so ein bisschen was von Placebo. Das soll es für heute aber auch langsam gewesen sein. Wir reden wieder lange genug. Ich glaube, das waren auch erstmal so die wichtigsten Themen am Rande. Da habe ich noch irgendwas ganz, ganz Relevantes. Ja, doch eine Sache will ich noch ergänzen, denn es gibt eine Meldung von Google. Man hat sich wohl mit unter anderem der WHO zusammengesetzt in so einer Konferenz in Amerika und beraten, wie man gegen die Infodemie vorgehen kann. Denn die WHO, die hat Angst, dass Falschinformationen die Bevölkerung verunsichern könnten. Das sorgt wohl unter anderem dafür, dass ja nun Schutzmasken und Desinfektionsmittel ausverkauft sind, obwohl das ja eigentlich gar nichts bringt. Und ja, das ist tatsächlich so, wer mit so einer, in Anführungszeichen, Deko-Schutzmaske da irgendwo draußen rumrennt, ja mein Gott, der macht sich halt so einen völligen Brot, aber verhindert halt im Zweifel keine Ansteckung. Allerdings hat Google nun eingeräumt, dass sie wohl offizielle Suchergebnisse besser ranken wollen. Und beispielsweise die WHO-Suchergebnisse, die sollen Vorzug erhalten und die sollen wohl noch ganz oben in die Ergebnisliste platziert werden. Und auch das sehe ich ganz, ganz grenzwertig. Ich weiß, es ist ganz normal, dass Google am Algorithmus herum, in Anführungszeichen, dreht. Klar, die haben ja auch ein Geschäftskonzept dahinter. Aber es kann doch nicht sein, dass sich irgendwelche Behörden oder offizielle Stellen, was auch immer das sein soll, dass die sich da, einen Bonus eher nicht erkaufen, aber dass da irgendwie im Hinterzimmer irgendein Bonus beschlossen wird, dass deren Suchergebnisse besser gerankt werden als irgendwelche, in Anführungszeichen, unabhängigen Quellen. Na klar, steht im Internet ganz, ganz viel Mist. Und da sind wirklich hanebüchener Unfug im Umlauf. Da gab es irgendwelche, oh Gott, was für Hausmittel haben sie da empfohlen? Also wirklich ganz, ganz krudes Zeug. So von wegen bei Vollmond 3-mal niesen und 2 Handstände machen und dann passt das wieder. Also jetzt ein bisschen überspitzt gesagt.
Das sollte aber auch jeder normal denkende Erwachsene mitbekommen, dass das Blödsinn ist. Gut, da sollte man auch so ein bisschen an die Eigenverantwortung der Menschen appellieren, aber offensichtlich betrachtet der ein oder andere Zeitgenosse aus Politik und Medien den Großteil der Menschheit für schlichtweg dämlich, beziehungsweise zu blöd, irgendwie zu differenzieren zwischen das ist jetzt völliger Unfug und das könnte tatsächlich realistisch sein. Mag sein, dass da traurigerweise vielleicht sogar ein bisschen mehr dran ist, als ich jetzt gerade zugeben will, aber es sollte doch nicht der Anspruch sein. Man redet von mündigen Bürgern, die doch auch die Option bekommen sollten, selber zu hinterfragen, ob eine Information nun verlässlich sein kann oder nicht. Aber wenn man nun Behörden-Suchergebnisse besser listet als alles andere, dann geht das auch schon wieder sehr in Richtung, naja, Zwei-Klassen-Internet. Das hatten wir auch schon ein paar Mal besprochen, beziehungsweise das wurde auch schon ganz öffentlich diskutiert, dass sich eben gewisse Suchergebnisse prominenter platzieren als die, die weniger Einfluss, weniger Geld oder was auch immer haben. So, das war's nun aber heute wirklich erstmal. Ich habe ziemlich Hunger. Wir sind auch relativ viele Leute, die gerade noch wach sind. Ich glaube, ihr habt Freitagabend auch noch was anderes zu tun. Macht euch noch einen schönen restlichen, ja okay, eher Samstag. Lasst euch keine Panik machen, lasst euch keine Hamster verkaufen. Ich zeige euch noch kurz die, oh, die schläft, die Juna. Wartet mal, ich hole euch mal die Juna raus. Komm her, Mietze. Guck mal, Juna, ich habe ein Haargummi. Es riecht aus dem Karton. Na komm hier. Ja, du musst nicht blinzeln, du sollst herkommen. Nach dir wird verlangt. Na komm. Ja. Und da ist das Juni. Ihr geht es sehr gut, wie ihr seht. Sie hat noch keinen Hamster gekauft. Wobei Juna wahrscheinlich gar nichts gegen den Hamster hätte. Juna, magst du einen Hamster haben? Nee, das wäre gemein. Hamster haben Angst vor Katzen. Also wenn ihr eine Katze habt, kauft euch bitte auch keinen Hamster. Das könnte relativ ungemütlich für das arme Hamsterchen sein. So, schlaf gut und bis dann.